Moin Leute, was geht? Mein Name ist YouTube Gamescom auf der PlayStation 4. Und ich würde gerne mal wissen, was das für ein Account ist. Ganz ehrlich, ich bin jetzt hier gerade mal einfach mal just for fun meinen Namen googeln und ich sehe so etwas. YouTube Gamescom Strich. Und unten auch nochmal YouTube Gamescom. Ich würde gerne mal wissen, wer das war und warum er das getan hat. Ich meine, ich habe doch schon einen Account. Da braucht man doch keinen irgendwie zu erstellen. Jetzt gucken wir mal weiter, wenn wir hier das O vielleicht noch entfernen, was dann passiert. Also ich bin echt ein bisschen. Ich habe erstmal einen Schock bekommen, weil ich sowas nicht erwartet habe, weil ich gerade mal 2000 Abonnenten habe. Gut, haben wir nichts mehr. Gehen wir mal auf den offiziellen Channel. Hier, Account. Ich hätte das nicht erwartet. Ich bin ein ganz, ganz kleiner YouTuber. Und jetzt stelle ich mir vor, wenn ich jetzt 100-mal mehr Abonnenten hätte, über 300.000 Abonnenten, was dann abgehen würde? Ey, da hätte ich ja hunderte Fakes. Ist ja krass, Mann. Ja, da hat mich einer gefragt. Und zwar, das will ich euch auch nochmal erzählen. Moin Moin, ich bin schon seit 2 Jahren Abonnent und wollte mal fragen, woher du eigentlich kommst. Und ich habe dann gesagt, ich komme aus Baden-Württemberg. Mehr kann ich leider nicht sagen. Ich sage euch klar, wer hier irgendwie meine Adresse oder irgendwie meinen Wohnort hinschreibt, ja, der wird blechen müssen. Der wird blechen müssen. Das kann ich euch jetzt schon sagen. Okay, auf jeden Fall haut rein. Bis zum nächsten Mal. Euer YouTube-Gamescom auf der PlayStation 4. Und ja, ich bin einfach ein bisschen geschockt. YouTube Gamescom. Der Gamertag wird gefaked. Das gibt's gar nicht. Wer war das? Ich will es gerne wissen. Und mit ihm reden. Ciao.